möglichst dicht zusammen. Ne? Hab ich keine? Aber ich hab kein Gift mehr. Bin ich irgendwo noch hoch? Nein, ne? Lose Raumsituation. Wir kriegen sie. Ist nur eine Frage der Zeit. Bleibt zusammen. Vielleicht findet sie. Ich sitze in der Falle. Hinter uns. Oh, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Bei den Göttern. Kann ich nicht. Shit. Ey, warum ging das nicht? Das sollte doch eigentlich angezeigt werden, dass ich die angreifen kann. Aber ich glaube, die ganze Zeit war dieser Typ im Weg. Ey, was ein Scheiß. Soll ich jetzt alles nochmal? Oh. Ich soll jetzt ernsthaft alles nochmal machen. Na, gönn dir. Du siehst scheiße aus. Alarmier den Vorposten. Vielleicht schicken sie die Deacons. Ich muss rausfinden, was hier... What the fuck? Ich konnte nicht. Ich habe nur noch einen Käfer jetzt auf einmal. Ich konnte nur noch einen so einen halluzinogenen Pfeil machen. Ist das jetzt so? Null. Tau Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, okay. Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt. Ah, jetzt habe ich wieder einen. Nö. Broke out. Ihr habt's gehört. Geht. Du siehst echt nicht gut aus. Okay, wie kriege ich hab hier vielleicht was? Was zum Teufel? Aufpassen!
den ganzen Tag verstecken? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah, oh, ey, ich wollte diese Federn da haben, egal. Alles voll. So, haben wir das jetzt alles hier? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, wir sollen da hin. Dann ganz ehrlich, gehe ich mal wieder in die andere Richtung. Ihr wisst ja, wie es bei mir ist. Ist das ein anderer Weg, den ich hätte gehen können? Ich glaube schon. Ja. Okay, also wird hier wohl nicht viel sein. Ja, okay. Gut, gut. Aber wir müssen es immer prüfen. Hier wäre auch noch ein Weg gewesen, würde ich mal ausprobieren. Ah, okay. Guck mal, so hätten wir auch gehen können. Das ist auch interessant, ne? So. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut. Jonah? Jonah, bitte komm! Bitte! Hä, hey, ich dachte, er soll aus dem Kanal raus. Clara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rock! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Uff. Archivarkarte. Okay, wir haben hier scheinbar was vergessen. Dann gehen wir mal zurück, oder? Wo habe ich denn da was vergessen? Hier. Dominguez hat uns jeglichen Kontakt mit den Einheimischen verboten. Er will nicht, dass wir sie verderben. Zum Glück hat einer der Priester Geschmack an Bourbon gefunden und mir im Gegenzug für eine Flasche seine Tracht, seine Maske und alles andere geliehen. Durch die Unterstadt zu schlendern, war wie ein Ausflug in eine 500 Jahre zurückliegende Vergangenheit. Das ist ja interessant. Also habt ihr euch alle einfach, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Das ist allen scheißegal gewesen, was die anderen wollten. Jeder macht hier, was er will. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Mhm. Da war jemand wieder kreativ. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Eröffne Feuer! Du hast echt geglaubt, dass das klappt, Lever. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Oh nein. Oh, fuck my life.
muss man erstmal haben, ey. Ja, und jetzt schaut die doch noch weiter an. Du sollst da hoch. Mein Bruder. Oh mein Gott. Wir sind gestorben. Wovon denn? Habe ich zu lange gebraucht? Hä? Wo sind wir jetzt? Ich check das nicht, sorry. Es brennt. Hallo, Lara, es brennt. Die hat sich nicht bewegt, egal was ich gedrückt habe. Also ich bin verwirrt. Maximal. Jetzt kannst du was? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh. Ja, du musst dich ein bisschen beeilen. Ja, ganz gut. Ich mag's nicht. Sag ich euch, wie es ist. Sie können Feuer. Verstanden. Nicht so nice. Uff. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? In sie gefahren oder was ist da los? Ach, jetzt geht's oder was? Jetzt kannst du das. Dein Ernst? Bist du, Rock? Heilige Scheiße! Ich werde dich finden. Ja, dann gib doch auf. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rock. Du bist sowas von tot. Rogue hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Ach so. Natürlich kann er sich jetzt verpissen. Ist kein Problem für ihn. Ich wollte aber schon, also... Also ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, meine Freunde. Aber ich glaube, wir haben einen Bug gefunden. It's the holy Gegners. Aber schön ist das. Das sieht cool aus. Na gut, hör mal. Weiter geht's, ne? Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Du bist allein! Jetzt nicht so richtig. Manchmal peile ich das nicht so ganz, ne? Das ist normal. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Jesus Christus, wir müssen sie auf.
dich doch gerade. Halt doch deine Fresse einfach. Croft, meine Stimme ist das Letzte, was du je hören wirst. Glaube ich nicht. Aber heftig, hör mal. Darauf einen Schluck Wasser. Oh, sie fahren. Nein. Natürlich hat er gelogen. Er wollte ja nur, dass du da hinkommst. Hey. Alles okay? Ich mach alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Doch, schon. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo... Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert, Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Wenigstens hat sie jetzt die Hoffnung doch wieder nicht verloren. Was würde ich nur ohne dich tun? Ist so, oder? Macht sich aber auch keine Sorgen drum um die Ölraffinerie hier, dass da noch mehr in die Luft fliegt oder so. Von San Juan. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Okay, ich bin gespannt. Via Veritas, mit Abbys Freundin sprechen. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll.
Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Hä? Meistens dann, wenn es um Ruinen geht. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Ja, gerade war das noch Sarah, jetzt ist es Sarah. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Hm? Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Okay.